Jo, herzlich willkommen zu einem weiteren Special. Und zwar einem Spiel, das so ein bisschen die Mindtest-Ideologie, wenn man das so sagen möchte, ein bisschen weiter spinnt. Weil Mindtest ist ja normalerweise so, du bist halt bei Vanilla Mindtest, ne, ist bezogen wirklich auf, ne, ohne Mods, ohne alles, bist du halt so ein bisschen alleine. Ah, du hast halt, solange wie du im Singleplayer spielst, keine weiteren Mitmenschen, NPCs gibt's ja nicht und auch Mobs gibt's nicht. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen öde. Und, ne, aber man hat halt so schöne Vegetation und Bäume und alles grün und so, und da denkt man so, okay, was für ein Szenario könnte es gegeben haben, dass das Spiel, also, dass du in der Situation bist, wie du gerade bist. Und da ist jetzt, ne, kann sich jeder seine eigene Story spinnen, zum Beispiel, dass du halt auf einem fremden Planeten gelandet bist, wo halt nur du bist und kein anderer sonst gelandet ist, das heißt, du bist alleine. Aber es gibt halt sonst ein bisschen Vegetation. Ist unwahrscheinlich, weil dann wird es halt irgendeine Art von Tiere oder Aliens geben, wenn es dort Leben gibt, weil es gibt ja Bäume. Also es gibt ja lebende Organismen. Also muss ja irgendeine Art von Aliens oder Tiere oder weiß der Geil was geben. Wie man es auch immer nennen möchte. So, und deswegen ist es ein bisschen so, okay, ja, wie kann man den ganzen ein bisschen Sinn verschaffen? Und da gab es ein relativ altes Projekt, das war, glaube ich, von 2012. Ein Spiel, das heißt, wie der Titel schon sagt, Wasteland. Und das Ganze gibt Mindtest einen postapokalyptischen, naja, Touch, wäre untertrieben. Also es dreht das ganze Spiel in so extrem Postapokalyptiker-Szenario. Und das wollen wir uns einfach mal anschauen. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen das werden, weil das Spiel ist ultra interessant. Ich habe es kurz angespielt, ich weiß so die Grundmechaniken. Aber ich weiß noch nicht, wie lange sich das Ganze für ein Let's Play eignet. Deswegen erstmal auf unbestimmte Zeit, mal gucken. So, zuallererst. Ja, Download ist gerade schlecht, weil, ich weiß nicht, der Mindtest, das Mindtest Forum, das ist in letzter Zeit so komplett tot. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ah, jetzt gerade funktioniert. Sehr schön, kann man ja, ganz kurz. Node Core, suchen wir mal ganz schnell, solange wie es Forum noch funktioniert. Nein. Gott, wie ist das andere Spiel, was wir letztens gespielt, Dixon Muster gespielt haben? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade suche. Achso, Quatsch, ich muss ja. 02 und gespielt haben wir das am Samstag. Ja. Das funktioniert gut. Real Test hieß das Spiel. So. Eben, weil Nordcore war ja das, was wir letztens gemacht haben. Real Test. Kann ich mal ganz kurz hier, ne? Bitte Forum, funktionier. Oh nein, es fängt schon wieder an zu laden. Och nein. Oh Mann. So, Wasteland. Wie gesagt, Wasteland ist ein sehr altes Spiel. Man kann es aber auf jeden Fall von GitHub downloaden. Mal gucken, ob ich direkt zu der Seite finde. Mindtest Game Wasteland. Ja, genau das sollte es sogar sein. Ja, okay. Ach da, genau. Vom Blockman. Hier ist das gute Stück. So, es ist auch das aktuelle. Das müsste jetzt 0.5 sein. Sieht man das hier irgendwo?
immer diese Leute, die in der Readme nicht die aktuelle Versionsnummer hinterlegen. Doch, hier, genau. Ich bin auch einfach nur blind. Genau. Das ist die aktuelle Version. Man merkt, das Spiel ist relativ alt. Das letzte Commit war vor 4 Jahren. Wie gesagt, einfach direkt hier GitHub-Seite von Blockman. Wasteland. Eigentlich kann man es auch im Forum finden. Alter, 500 User sind online. Das arme Forum, es stirbt. So, Real Test Game 5 Edition. Das ist das Spiel, was wir letzten Samstag gespielt haben. Was Wusi quasi aktualisiert hat, damit es unter MyTest 5 läuft. Also, ne, einfach hier Real Test Game MyTest 5 Edition bei Google eingeben, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber spätestens, wenn ihr Real Test halt bei MyTest selber eingibt, findet ihr halt das, was wir letztens gespielt haben. Und hier ist halt auch direkt den Download. Ist das noch eine neue Version? Wir hatten noch mit 1.1.0 gespielt, oder? Siehst du, gab es sogar schon wieder ein Update. Sehr interessant. Hier ist übrigens der Link zum alten Spiel. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, von 2012 war das Spiel. Ist aber jetzt egal. Wir spielen jetzt Wasteland. So, dazu könnt ihr das Ganze halt wie gewohnt downloaden. Wenn ihr es gedownloadet habt und entpackt habt, habt ihr so einen schönen Ordner. Den habe ich sogar schon. Oh, das Ganze hier 50 Mal offen. Ich habe es bei mir sogar schon in meinem MyTest-Kacke mit entpackt. So, da haben wir es. Das Ganze ziehe ich mal ganz kurz in unsere Let's Play-Struktur. Da habe ich eine separate Struktur. Hat schon gewundert, warum es keine Autovervollständigung gab. So, Wasteland. Okidoki, dann wollen wir ein bisschen anzocken. Übrigens, by the way, ist jetzt erstmal uninteressant. Darüber rede ich dann bei der nächsten regulären Creator-Server-Folge. MyTest 5.2 ist draußen. Yay! Also die Stable-Version. So. Mit der spielen wir natürlich auch. Okay. Wasteland. Och man. So. Man sieht hier schon im Hintergrund, ne, so ein bisschen Baumstumpfe und so. Wirkt ein spannendes Spiel. Es hat, wie gesagt, es gibt zu dem Ganzen ein bisschen mehr. Man hat am Anfang gar nichts. Man sieht, man spawnt in einer komplett leeren Welt. Für den Fall, wem es interessiert, es gibt hiervon auch einen neueren Ableger. Das Ganze hieß dann Aftermath. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Ganze wird so geschrieben. Das Spiel, das ist wie gesagt Nachfolger von dem Spiel. Aber es ist ultra buggy, ultra unschön. Ich mag es gar nicht. Also ich mag es von der Grundstruktur her. Aber es ist halt ultra verbuggt und deswegen fürs Let's Play alles andere als geeignet. Und das Spiel hier hat halt seinen ganz eigenen Charme. So, wie gesagt, man spawnt in einer komplett wüsten Welt. Man ist alleine, ein einziger Überlebender. Wie gesagt, eine Postapokalyptik. Heißt also, irgendwo Atombombe explodiert oder eine ganz normale Bombe oder der Geier was, irgendwie eine Brandbombe oder sowas. Und alles, was von der Welt übrig geblieben ist, ist riesiger Landstrich mit Erde, verkohlten Baumresten, ne, also eine Blätter und alles. In der Ferne sieht man noch ein bisschen Wüste. Ach man, da hinten sieht man halt Wüste und so. Genau. Und man kann hier halt anfangen. Erstmal hat man halt nur Holz. Das kennt man ja bereits. So, jetzt merkt man auch schon eine Eigenart, die ich persönlich nicht ganz so mag. Wenn man Sachen abbaut, fallen die auf den Boden. Man kann hinlaufen und dann, glaube ich, die E-Taste drücken. Dann nimmt man die Sachen quasi auf. Also das Aufsammeln ist hier wieder ein eigener Schritt. Aber nicht einfach nur mit drüber laufen, sondern dabei muss man die E-Taste gedrückt halten. Also so eine Abwandlung von der Item-Drop-Mod. Wahrscheinlich. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Holz. Und zuallererst geht es darum, überhaupt Ressourcen zu finden, weil es gibt hier gar nichts. Aber, da sieht man noch nicht, weil wir noch nichts verloren haben, ist ein bisschen irreführend. Hier unten ist auch noch ein Hungerbalken. Ist nur wieder dieser typische Mindtest-Bug. Der Hungerbalken wird erst dann erscheinen,
wenn sich da was ändert, heißt also, sobald man ein bisschen Hunger hat, aber es gibt halt an sich Hunger. Das heißt, wir müssten auch schleunigst was zu essen finden. Und vor allen Dingen, wie man sieht, wir haben nichts. Es gibt also auch nichts, was man irgendwie erstmal so machen kann, so landwirtschaftstechnisch. Die allererste Aufgabe ist also, wir brauchen Wasser. Und um das zu bekommen... Ah, siehst du, jetzt hat man gesehen, unten oder Hunger. Der Hunger fängt schon an. Scheiße, wir brauchen also schleunigst was zu essen. Okay, ich würde mal sagen, dann suchen wir mal etwas, was für dieses Spiel typisch ist, und zwar Ruinen. Yay! Es gibt kleine verlassene Häuser, Ruinen, wo halt den Kisten drinne sind, mit ein bisschen Items, also so, weiß nicht, kleines bisschen halt. Das heißt, am Anfang werden wir erst ein paar Ruinen absuchen und hoffentlich finden wir in den Ruinen irgendwie Wasser oder irgendwas zum Essen machen oder direkt selber zum Essen. Sonst geht uns hier relativ schnell die Puste aus. Und wir brauchen auch irgendwas, um Licht zu machen, weil, so traurig wie es ist, es gibt hier Monster. Und Stein. Wir klauen gleich mal ein bisschen Stein hier. Ich mache mal so. Ja, Alt-Shift, also hier dieses, ne, mit diesen automatisch rübergehen, und wenn man hier raufklickt, das funktioniert alles nicht. So, halt, ich brauche erstmal hier noch. Wir brauchen ja viermal Holz. Ja, man merkt schon, aus einem Holzstamm kriegt man gerade mal einmal Holz. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das extra so gewollt ist. Auf jeden Fall ist es ganz schön knauserig. Wir brauchen also viel Holz. Zum Glück ist Holz eins der wenigen Sachen, die hier massig sind. Holz, Erde und, naja, Schnee. Holz, Erde, Schnee und halt Bäume. Das ist das Einzige, was hier... Ich finde es gerade irgendwie so optisch geil, dass es so als Platte runtergeht. Ne, weil früher ist daraus ja so ein Schneeklumpen geworden, der ist runtergefallen und wenn er aufgekommen ist, ist es jetzt wieder zu so einer Platte geworden. Jetzt kann ich gerade gar nicht sagen, ob das von Wasteland ist oder ob das von Minecraft Version 5.2 ist. Jedes Mal, wenn ich das Play machen möchte, bellen draußen erstmal Hunde rum. Das ist so typisch. Gucken, hier ist auch eine Woodcutting-Mod oder sowas. Ne. Weder auf E reagiert er noch auf Q. Also, Q ist ja bei mir unbelegt. Normalerweise wäre es die Shift-Taste. Ich habe bei mir eine etwas andere Tastenbelegung. Aus historischen Gründen. So. Wir sollten mal langsam anfangen, hier paar... Ach, die Zeit vergeht gar nicht. Upsala. Ich sollte mal langsam aber sicher mal einstellen, dass auch die Zeit vergeht. Sonst machen solche Spiele eher wenig Sinn. Und ja, das gilt nur für separate Spiele, weil wenn wir Creative Server spielen, läuft das ja auf dem Server. Und der hat natürlich seine eigene Config. Aber hier für lokale Spiele machen wir mal Speedtime. 72 ist zu schnell. 72 ist viel zu schnell. 48, da würde ein Tag 30 Minuten gehen. Machen wir mal 48. So, jetzt geht ein Tag 30 Minuten. Das Problem ist, man kann Nächte nicht skippen. Also, außer wir kommen dazu, ein Bett zu bauen. Es gibt zwar ein Bett, aber ich weiß noch nicht, wie wir an Wolle rankommen wollen. Von daher... Ja. Denke ich mal, das mit dem Bett wird eher ein schwieriger Fall von, ja, Unmöglichkeit. So, jetzt geht die Sonne, genau, jetzt bewegt sich die Sonne auch, sehr schön. Wäre mal schön, wenn wir hier ein paar Ruine hätten langsam. So geht's natürlich nicht. Ich bin übrigens ganz froh, dass das Spiel gerade out of the box mit Version, mit Minecraft Version 5.2 läuft. Habe ich nämlich vor der Aufnahme nicht probiert. 5.2 ist nämlich gerade top aktuell rausgekommen. Also, na,
eine halbe Stunde, bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, habe ich gerade meine ganzen Server aktualisiert auf MyTest 5.2. Ah, da ist ein Haus. Oh mein Gott. Also eine Ruine. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Eine halbe Stunde, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich erst alles aktualisiert auf 5.2. Und daher habe ich noch nichts getestet. Also meine Server habe ich getestet, klar. Aber hier ansonsten habe ich halt noch nichts getestet. So, das hier ist eine von diesen wunderschönen Kisten. Man merkt schon, uralt, verdreckt, das Schloss ist auch rostig und sowas alles. Es ist also keine normale Kiste. Man kann sie auch nicht öffnen, sondern ist quasi ein Block, den man abbauen muss. Und wenn man den abbaut, zerfällt quasi die Kiste. Oh, Alter, mehr Glück als Verstand. Ein Baumsapling. Holy shit. Okay, wir haben zwar immer noch das Problem, dass wir noch kein Wasser haben. Das heißt, der Baumsapling bringt uns noch nichts. Aber trotzdem, holy shit. Als ich das jetzt mal angespielt hatte, Wasteland, da habe ich ungefähr so eine Stunde gespielt. Da habe ich einmal Wasser gefunden. Das heißt, ich konnte Wasser noch nicht vermehren. Weil zum Vermehren von Wasser braucht man ja zwei Wasser. Aber Baumsaplings oder sowas hatte ich gar nicht gefunden. Und ich habe da über 20 Ruinen abgeklappert. Also, naja, über 10 Ruinen. Ob es jetzt genau 20 oder mehr waren, weiß ich nicht. Aber mindestens 10 Ruinen abgeklappert. Wir brauchen also definitiv noch mehr Ruinen. Wir sollten uns aber auch hier in der Gegend aufhalten. Wobei, so eine Baumstümpfe gibt es an mehreren Orten. Weil Holz ist wichtig. Ich könnte mir auch mal eine richtige Axt bauen. Dann könnten wir, wenn wir mehr Bäume finden, die auch schneller abbauen. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Ja, Kohle. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Komme ich irgendwie runter? Nee, ne? Na gut, dann baue ich mal ein bisschen ab. Scheiß die Wand dann. Oha, Schaden nehmen auch noch hier. Ist aber keine gute Idee, Ronny. Das Schöne ist dadurch, dass ich da privat immer rumsprinte. Ne? Wenn ich laufe, drücke ich generell die E-Taste. Deswegen ist es für mich quasi schon eine Angewohnheit, die E-Taste zu drücken. Was natürlich in dem Moment vorteilhaft ist. Dann nehme ich die Sachen hier auch gleich immer auf. Ich meine, ich bin jetzt keiner, der dieses Auto-One benutzt. Also, dass man immer rennt. Sowas mag ich nicht. Aber ich bin halt einer, der immer die E-Taste gedrückt hält. Quasi chronisch. Alter, na gut. Wenn es jetzt bald dunkel wird, Kohle haben wir. Das heißt, wir können zumindest Fackeln bauen. Ob wir auch noch Kohle für den Ofen brauchen? Ich weiß nicht, ob hier Holz verbrennt werden kann. Das werden wir dann bald sehen, sobald wir einen Ofen bauen können. Apropos, ich sollte doch ein bisschen Stein mitnehmen hier. Wobei ich nicht, dann haben wir doch schon. Stein haben wir ja schon. Eisen sehe ich hier noch keinen gerade. Wow, jetzt habe ich gerade die E-Taste gedrückt gehalten. Gedrückt gehalten. Und dachte dabei, ich habe die Q-Taste gedrückt gehalten und kann mir hier so schön lang klettern, aber böser Irrtum. Na gut, noch komme ich hier raus, alles kein Problem. Weg mit dem Scheißstein. So, dann würde ich mal sagen, wir bauen uns mal hier so hoch. Am besten gleich hier durch das Gestein durch. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Gestein. Und Gestein kann nicht schaden, weil wir werden uns früher oder später auch eine Befestigung bauen müssen. Da bauen wir dann einfach eine Ruine aus. Denn eins ist klar, die Zombies, sie werden kommen. Und sie werden keine Gnade zeigen. Da bin ich mir fast sicher. Wir werden mal den Apfel essen. Der ist zwar nicht gut, der ist ein alter Apfel. Aber er sättigt uns zumindestens.
Da kriegen wir zwar ein bisschen Schaden von, aber der Schaden wird dann ja aufgrund unserer, ja, dass halt der Magen gefüllt ist. Deswegen wird auch der Schaden gleich wieder weggenommen. Man muss halt nur darauf achten, wenn man so schon ganz schön lidiert ist, weil man gerade im Zombie-Kampf war und man so schon wenig Herzen hat und dann einen alten Apfel isst, das kann halt auch schief gehen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ne, von da hinten kommen wir. Wir gehen also in die andere Richtung. Oh Gott, die Sonne ist schon am, wie sagt man? Also steht halt hoch am Himmel. Dafür gibt es normalerweise so ein Wort, ne? Genauso wie die Sonne ist am Horizont. Ah, da hinten ist noch ein Ruinenlein. Sagt man, die Sonne ist am Äquator? Nee, ne? Kommen wir da hinten zu der Ruine hin? Schaffen wir das? Vielleicht haben wir jetzt sogar noch eine Ruine auf dem Weg. Gott, wir brauchen halt unbedingt Wasser. Wir brauchen halt unbedingt ein bisschen Wasser. Wenigstens erstmal einmal Wasser, dass wir ein paar Bäume züchten können. Alter Schwede. Ah, da hinten ist vielleicht die nächste Ruine. Sehr schön. Ich habe jetzt ausgedrückt, kommen wir da hinten nicht drauf. Ich werde mal hier ein bisschen Stein hinbauen. Ungefähr so. Ja, manchmal sind die Dinger ein bisschen komisch platziert, weil die nutzen halt einen Punkt. Hier ist es bündig und überall anders wird es halt damit in der Luft sein. Und deswegen ist es halt hier immer so ein bisschen, ist halt sehr schlicht. Und ach du Kacke. Och nö, ne? Okay, wir sind gleich tot. Ist halt sehr schlicht und einfach programmiert. Aber wie man gesehen hat, sehr effektiv zum Runterfallen. Das macht das Ganze natürlich auch strategisch relativ vorteilhaft, weil man natürlich nur von einer Seite vom Monster angegriffen werden kann. Das heißt, vielleicht sollten wir uns das Ding tatsächlich sogar als Unterschlupf direkt benutzen. In einer Weise ausbauen. Ganz schön dunkel hier drin. Ich gehe mal wieder raus. Und klauen wir mal hier direkt ein bisschen Holz. Wo ist die Sonne? Die Sonne ist immer noch hoch am Horizont. Nee, nicht am Horizont. Mann. Nein. Alles fällt hier runter. Sogar ich. Das ist traurig. Da so ein einsamer, verlassener Baumstamm. Okay. Mit dem trockenen Gras kann man nichts machen. Schade eigentlich. Alter, nur noch 3,5 Herzen. Fängt ja richtig scheiße gut an hier, das Let's Play. Oh Gott, ey. Oh Mann. Ich bin in dem Spiel noch nicht gestorben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man stirbt. Ob man denn im Inventar behält. Ob man komplett alles verliert oder wieder am Anfang ist. Was natürlich schön blöd wäre. Oh Gott, ein leerer Eimer. Sehr nett, das Ganze. Ja, und jetzt wäre nämlich ein Apfelessen relativ riskant. Ja, es hat nämlich nicht dafür gereicht, dass die Herzen sich regenerieren. Aber wir haben trotzdem ein halbes Herz verloren. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 3 Herzen. Und das, da muss man halt tierisch drauf aufpassen. Wir werden so hart sterben. Wir werden richtig scheiße hart sterben. Und das bereits bei der zweiten Ruine. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Das ist ja geil. Oh Mann, Alter. Ist das da hinten? Ist das? Ich glaube, das ist eine Ruine, oder? Das sieht so aus, als wenn eine Ruine wäre. Kann nicht einfach mal irgendwo Wasser sein? Ich will doch nur ein bisschen Wasser. Weil ich weiß nicht, ob die Saplings auch auf dem trockenen Boden wachsen. Ich hab, wie gesagt, noch nie ein Sapling eingepflanzt. Wow. Schon wieder zu wenig. Mann, wir brauchen mehr Essen.
sterbe gleich. Ich glaube, wir sind gleich tot. Oh, oh, was ist denn das hier? Warum nur leere Eimer? Oh, was ist das denn? Ach, eine Steinruine. Nee. Oh, sowas gibt's hier auch? Das ist ja nice. Gut, ein bisschen dunkel, das heißt gefährlich, potenziell. Wegen weil Zombies und so. Ist aber kein Problem, es gibt ja Licht. Bitte gibt's hier auch Kisten. Ah, hier ist meine Sackgasse. Keine Kiste. Ah, Mist. Das ist natürlich schade. Denn das ist doch eine Ruine. Wir brauchen auch langsam mal einen Unterschlupf. Weil die Sonne wird nicht verlangen. Oh, oh Gott, die ist scheiße. Die nähert sich erschreckend schnell dem Horizont. Das ist nicht gut. Ich meine, eine Nacht überstehen würden wir schon. Aber wir brauchen halt unbedingt Essen. Sonst werden wir verhungern. Alter, wollt ihr mich verarschen? Also langsam ist das hier aber ein bisschen... jetzt habe ich schon 4 leere Eimer. Ich glaube, das Spiel macht sich über mich lustig. Ich gehe mal hier querfeldein, bisschen runter. Ist natürlich blöd, weil von da oben sehen wir mehr. Aber wenn wir da oben sind und was sehen, kommen wir dafür schlecht runter. Deswegen bleibe ich gleich hier unten. Dann können wir direkt irgendwo hingehen, wo wir was sehen. Alter Kacke. Das Problem ist, ich kann auch jetzt nichts mehr essen. Weil egal was ich esse, es reicht nicht aus, um meine Brote also meinen Hunger aufzufüllen, bevor meine Herzen tot sind. Meine Herzen tot sind, klar. Nee, bevor ich keine Herzen mehr habe. Das heißt, wir sind gerade Schach. Und die Kacksonne geht schon unter. Das heißt, wenn es so weitergeht, sind wir auch bald schachmatt. Oh Gott, ey. Bitte lass hier was Günstiges drin sein. Bitte. Ja! Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen ab direkt zurück zu der Behausung, die da irgendwo war. Wenn es geht, bevor es dunkel ist. Wenn wir Glück haben, finden wir sogar noch unser Ding, was da hinten irgendwo auf dem Berg da war. Wo wir runtergefallen sind, so schön gekonnterweise. Finden wir das noch oder? Ja, nichts. Das Problem ist halt, der Weg ist jetzt so scheiße lang. Wir sollten wahrscheinlich doch erstmal versuchen, irgendwo in der Nähe was zu finden. Also unsere Behausung hier zu nehmen, die wir hier in der Nähe hatten. Oh, es wird schon dunkel. Es wird schon fucking dunkel. Ah gut, dann müssen wir also doch die Behausung hier in der Nähe nehmen. Da hinten ist sie ja, glaube ich, schon. Ja, da sieht man sie schon. Mehr schaffen wir es in der Zeit nicht. Weil ich weiß nicht, wie aggressiv die Monster sind. Die sollen wesentlich aggressiver sein als normalerweise die Monster in Mindtest Mod, also in Mods Redo. Ne, optisch gesehen sind es die gleichen Zombies,
aber ich habe halt noch nicht gegen die gekämpft und sie sollen aggressiver sein. Also schneller und aggressiver. Von daher würde ich mal sagen, wir machen hier erstmal Sicherheitswall. Ne, immer schön zwei hoch. Damit die Monster da in Klammern hoffentlich Klammerende nicht rüberkommen. Dann machen wir an strategisch sinnvollen Punkten noch Fackeln hin, damit die auch was sehen. Quasi powered by nicht gesehen werden, aber trotzdem selber was sehen. Und wir brauchen Holz. Für eine kleine, aber feine Tür. So, jetzt haben wir soweit schon mal alles, was wichtig ist. Jetzt kann die erste Nacht kommen. Machen wir hier die Dinger auch gleich weg und machen da gleich die Baumstämme rein. Dann bauen wir uns das Hütchen hier tatsächlich auf als richtige Basis auf. Das sieht von der Lage her relativ gut aus. Das Schöne ist, hier kann man keine Holzstämme verschwenden, weil die eh nur ein Holz bringen würden. Warum kommt jetzt die Fackel nicht mit nach oben? Okay, Fackel ist verloren. Und da habt ihr schon das erste Monster gehört. Ich dachte gerade schon, ich habe schon wieder die Fackel nicht bekommen. Okay. So, es ist jetzt mitten in der Nacht. Ich werde mal hier eine kleine Stütze hinbauen. Also, ich habe auch Sand. Sehr schön. So. Und dann gießen wir einfach mal den vorhandenen Eimer Wasser hier aus. Das hat einen Grund, warum ich das tue. Und zwar wird nämlich Sand, ne, wenn da Wasser in der Nähe ist, wird das Sand wieder grün. Das heißt, man kann hier ne, Boden sinnvoll besinnvollen. Habe ich nicht Monster gehört? Was ist denn das Viech? Oder ist es in irgendeiner Höhle drin? Wer weiß das schon, wer weiß das schon. So, der Mond ist immer noch im Hochgehen. Ach, die erste Nacht wird lange dauern. Scheiße, die Wand an. Dann werden wir... Upsala. Oh, kacke, kommen auch die Zombies hoch. Ah! Das ist jetzt nicht so gut. Also da hinten sehe ich zwei Zombies. Ich weiß nicht, ob ihr die seht, aber ich sehe da hinten zwei Zombies. Aber die kommen zum Glück nicht zu uns, sondern laufen da so quer rum. Okay, noch wird hier nichts grün. Wahrscheinlich, weil es nur grün wird, wenn es tags ist. Oh, kann es nicht einfach wieder tags werden?
Falls du schiffst bist, jetzt in der Nacht werden wir definitiv verhungern. Das wird sich jetzt schon. Aber schauen, ich glaube mal, wenn der Baum gewachsen ist, dann werden wir den Baum auch erstmal wieder fällen. Also natürlich, der ist ja zum Fällen gedacht. In der Hoffnung, dass da ein paar Äpfel dran wachsen. Und zwar diesmal frische Äpfel, die uns auch wirklich Nahrung bringen und nicht Nahrung und Schmerz. Aber vor allen Dingen, genau, halt, was? Genau, wenn wir den Baum fällen und dann, wenn wir den Baum gefällt haben, werden wir vielleicht doch erstmal wieder losziehen und noch weitere Ruinen suchen, weil wir brauchen definitiv noch ein zweites Mal Wasser. Mit einmal Wasser kannst du halt nichts machen, was für Landwirtschaft technisch gesehen irgendwie Sinn macht. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier schon ein bisschen aufgebaut, aber das können wir auch wieder abbauen. Also eigentlich kann es auch hier bleiben, alles, außer die Tür, die nehmen wir wieder mit. Die kostet immerhin 3 Holz. Hallo, das ist wertvoll. Tja, die Zombies kommen irgendwie nicht näher. Da hinten sind 3 Zombies, da ist noch mal ein Zombie. Aber die kommen alle nicht zu uns, sondern bleiben da hinten. Ah, einer kommt in unsere Richtung. Alter, ihr seht die alle gar nicht mehr. Oh, einer kommt in unsere Richtung. Oh, der kommt wirklich in unsere Richtung. Upsala, sieht er mich? Ja. Der ist jetzt geht er wieder weg. Sag mal, sehen die uns nicht, oder? Deren Sichtweite scheint echt ganz schön klein zu sein. Dass die uns noch nicht gesehen haben. Ich meine, hier ist Licht. Ah, ist grün geworden. Okay, das heißt, es wird doch auch grün, wenn es nachts ist. Dann können wir vielleicht Glück haben, dass da sogar schon ein Baum drauf wächst. Das wäre natürlich das Beste, was passieren kann. Was wir halt auch noch bräuchten, wäre halt Saatgut, ne? Saatgut wäre ganz gut. Schön. Sehr schön. Tja, ob der Baum jetzt noch wächst? Frage. Gute Frage. Echt gute Frage. Oh, hier wird auch schon was grün. Oh, wie süß. Okay, das heißt also, es wird auch ohne Licht grüner. Grüner. Also ohne Licht auch grün. Nur halt viel, viel langsamer. Der Mond ist schon am Untergehen. Sehr schön. Dann haben wir hier also bald mal ein bisschen, ein bisschen Ruhe. So, was wir mal zuallererst bauen, wäre vielleicht ein Ofen. Oh, Quatsch, Ofen brauchen wir noch gar nicht. Wir haben noch gar nichts, was wir einschmelzen könnten. Okay, was ich mal mache, ist, während die Zombies draußen beschäftigt sind, kloppe ich mal hier unten das ganze Holz weg. Powered by brauchen die eh nicht. Und wir brauchen es auch nicht. Damit die Zombies nicht durch können, reicht es aus, wenn hier oben Material ist. Weil drunter durchkriechen können die eh nicht. Kommt natürlich das Wasser rein. Sehr schön. Ja. So. Und wir bauen mal hier ein bisschen Gestein ab. Wenn wir eh schon hier festhängen. Dann brauchen wir, wenn es tags wird, muss man darauf achten, dass der Baum wächst. Ich hoffe, das geht relativ schnell. So, die Steine darf ich nicht entfernen, weil sonst kommen die Monster durch. Die guten Zombies. So. Upsala, was ist denn hier los? Achso. Ist die obere Reihe.
Ah, doch, ein paar Zombies sind noch da. Ich weiß schon, warum ich normalerweise... Ah, der Baum ist gewachsen! Leck mich am Arsch! Ich weiß schon, warum ich normalerweise im Let's Play immer ohne Nacht spiele. Also so, dass es nicht Nacht wird. Habe ich jetzt alle drei Äpfel? Ja, habe alle drei Äpfel. Sehr schön. Oh, wir werden nicht mehr sterben. Ein paar Äpfel brauchen wir aber noch. Ich meine, es reicht zumindest dafür, dass wir erstmal hier... Node Update, Runtime Default. Okay. Ja gut, dieses Node Update ist ein Fehler, der ist zwar ultra selten, aber ist jetzt an sich erstmal nicht schlimm. Okay, außer er kommt öfters. Hä? Ist das hier ein anderer Holzblock oder was? Ha! /342, okay. Dann gucken wir mal rein. Game, Wasteland, Mods, Default und dann Init. War es, glaube. Und dann. Nee, war es nicht. Wo war der? Wasteland, Default, Function. Ah, Function. So, 342. Oder wir machen es anders, wir spielen es einfach mit der klassischen Mindtest-Version. Da sollte das Spiel problemlos funktionieren. Dann arbeitet das Spiel wohl doch nicht mit Mindtest-Version 5 zusammen, sondern nur mit der, naja, halb älteren Version. Was ja auch nicht schlimm ist. Nein, nicht hier raus. Wir werden sterben. Oh, Alter, stockert aber jetzt gerade ganz schön. Warum denn diese? Machen wir Sichtweite ein bisschen runter. So, die Blätter, die bleiben. Ich bin schon wieder draußen. Auch noch mehr Saplings, das ist sehr schön. Saplings können wir gut gebrauchen. Ja, der Mond ist gleich runter. Guckt euch den Mond an, der ist gleich weg. Oh, die Zombies aber sind noch da. So, wir haben erstmal ein paar Äpfel. Nochmal drei Stück. Das könnte circa schon fast reichen. Ja, es reicht. Komm schon, Herzchen. Baut euch auf. Ja, die Herzchen bauen sich auf. Geilo Mato. Das heißt, wenn ich jetzt den Apfel auch noch esse. Gut, habe ich gerade mal ein Brot aufgegessen. Also ein halbes Brot mehr. Oder das soll ja wahrscheinlich eine Keule sein. Ist ja gar kein Brot. Aber es reicht halt aus, damit sich meine Herzen wieder auffüllen. Jawohl! Gut, damit haben wir schon mal das Wichtigste überstanden. Dann würde ich mal sagen, geht's in der nächsten Folge weiter mit ganz viel Action. Jetzt, wo wir genug Nahrung haben, um die nächsten 5 Minuten zu überleben. Oder so. Wenigstens haben wir Saplings. Das heißt, wir können zumindest erstmal Bäume pflanzen und Äpfel. Ne? Äpfel ist wichtig. So, auf jeden Fall brauchen wir noch Wasser. Viel mehr Wasser. Wir brauchen ganz viel Wasser. Aber sowas von viel Wasser. Wasser, Wasser.